Wir machen weiter mit Warhammer. Mit Warhammer Age of Sigmar Stormground. Und probieren jede Kampagne einmal kurz aus. Mit denen haben wir alles gezogen. Eine Runde weiter. Jetzt zieht der Feind. Es kommt noch eine zweite Welle gleich. Die Sigmar-Truppen kommen. Automatischer Gegenschlag. Ein Irrlicht wird beschworen. Genau, das wird beschworen. War gerade eine... Wieso wurde das Irrlicht gerade beschworen? Und wo ist das gelandet? Oder hat er nur ein Irrlicht-Button bekommen? Wenn eine Einheit stirbt, entsteht ein Irrlicht in Reichweite des Scheiterhaufens. Gerade ist aber keine Einheit gestorben. Oder ist das von der Runde davor? Ich weiß es nicht. Also was die Anzeige gerade bedeutet hat, ein Irrlicht wurde beschworen, kann ich nicht klar einer Aktion zuweisen. Jetzt, das weiß ich gerade nicht. Jetzt haben wir die beiden hier. Ich vermute mal, dass die nächste Welle dann auftaucht, wenn er stirbt. Das heißt, wir sollten erstmal ein bisschen heilen. Ernsthaft. Spawnen können wir nicht nochmal. Wir schicken mit ihm hier runter und holen uns hier noch ein Irrlicht. Damit er nochmal aushalt. Jetzt können wir die indirekte Attacke noch machen. Aber erst zum Rundenwechsel. Oh Gott. Mit ihm hier können wir eine Irrlicht beschwören. Ich beschwöre erstmal ein Irrlicht. Hier. Dann ziehe ich auf das Irrlicht drauf, um zu heilen. Beginning. Ja, cool. Und jetzt hau ich dem eins drauf. No living being can withstand the malign strike. We have for our release. Ich hätte einen irren Fernkampf machen können, aber also einen automatischen Rundenwechsel, aber ich habe gedacht, der bewegt sich. Jetzt machen wir einen normalen. Jetzt sollte wieder ein Irrlicht entstehen. Es ist auch auf der Stelle. Und jetzt wiederum kann noch ein Irrlicht erzeugen. Vernichte die feindliche Kriegerschar, beschwöre einen Scheiterhaufen oder ein Irrlicht. Das habe ich doch schon haufenweise gemacht. Dann beschwören wir noch einen Scheiterhaufen. Jetzt beschwöre ich noch ein Irrlicht. Und jetzt? Was jetzt? Eine Runde weiter. Jetzt entsteht die zweite Horde. Die zweite Welle. Okay. Nächste Runde. Aber die Ziele ist einfach nur Kriegerschar vernichten. Das habe ich doch gerade gemacht. Habe ich das Ziel geschafft und deshalb steht es da immer noch? Ich weiß es nicht. Wird anscheinend nicht durchgestrichen. So, wir können abwarten. Was sind das für Einheiten hier? Oh, Fernkämpfer. Das ist uncool. Eine Fernkampfeinheit, das ist ein Jäger. Das hat wahrscheinlich auch eine deutliche Reichweite. Nahkämpfer? Nee. Doch hier, Bolzenschleuderer, Reichweite 2. Ja, die müssen erstmal kommen. Bis die bei uns sind, dauert das ja was. Ja, wozu sollen die ganzen Machtpunkte uns hier einsammeln? Die brauchen wir eh nicht. Einmal hier hin und zu Ende heilen. Und die können wir noch ein Feld vorziehen? Ja, wir pokern mal. Wir ziehen noch ein Feld vor. So, eine indirekte Attacke. 3 Schaden. Die haben 2 Reichweite hier drauf. Ich wette, da wird ein Feind gleich draufstehen. Der Kollege hier, und er braucht auch noch... Der kann ein Irrlicht beschwören. Das macht er hier vorne.
zieht er auf das Feld drauf, dann heilt er endgültig wieder aus. Und eine Runde weiter. Ja, die ziehen da drauf. Nehmt das! Im Englischen steht da, die zweite Welle vernichten, in der englischen Übersetzung, und hier nicht. So, jetzt haben wir noch... wo ist denn die dritte Einheit? Haben wir die gerade getötet? Kann die sich tarnen? Leute, ich sehe nur noch zwei Feinde. Wir haben doch gerade gar keinen getötet. Sind das Tarneinheiten? War da eine Tarneinheit bei? Da waren nur zwei. Ich dachte, die ganze Zeit, da wären drei gewesen. Ah, dann ist ja gut. Dann machen wir mit ihm hier gleich einen Zweierangriff. Ach komm, das kriegen wir auch so hin. Wir ziehen einmal. Hoppla. Ah, da muss erstmal. Der hat eine Zweier Reichweite, ne? Reichweite 1, Reichweite 2. Durchführen? Nein. Dann macht er den Angriff, den Dreier Reichweite, Angriff 4 drauf. Ein Rundenwechsel. Und er beschwört ein Irrlicht mal hier drauf. Runde beenden. Achso, er kann auch den Unheilvollschlag durchführen, kann er nicht. Kann er hier hinziehen. Kann er jetzt, und er kann jetzt doch angreifen. Er kann nach der Bewegung angreifen und er kann nach der Bewegung nicht angreifen. Können Fernkämpfer nach der Bewegung nicht angreifen, Nahkämpfer doch. Das ist mir nicht ganz klar. Eine Runde weiter. Jetzt wird er gleich vernichtet. Mhm. Jetzt sind wir wieder dran. Hoppla, ich kann die Karte nicht mehr bewegen. Mit WASD. Ich kann nicht mehr runtergehen. Ich kann die Karte nicht bewegen. Jetzt kann ich runtergehen, aber von oben konnte ich nicht runter. Eben war ich hier oben und mit S ging es nicht mehr runter. Jetzt geht's wieder. Hm, sehr seltsam. Ach komm, was soll's? Mit der könnte direkt in den Nahkampf. Einmal hier hin. Muss man nicht künstlich in die Länge tun. Jetzt kann er den unheilvollen Schlag nicht mehr machen, weil der einen Cooldown von 2 hat. Jetzt die Dreier Reichweite da hinten hin und eine Runde weiter. Jetzt sind wieder drei Trefferpunkte. Einer bleibt übrig. Jetzt kann ich schon wieder, jetzt ist die S-Taste schon wieder geblockt. Ich kann wieder nicht runtergehen mit Susia. Das ist, ja jetzt, na, ist egal. Jetzt haben wir mal einen Angriff hier drauf. Kann er das machen? Nein. Hat er einen Standardangriff? Ja. Okay. War der gerade erfolgreich? Jetzt ist er erfolgreich. The root of the sovereign oak is taken. Now my glorious ascent can begin. Are you watching me, oh great necromancer? Das haben wir geschafft.
ein Triumph für uns. Begegnungsbelohnungen. Kettengeisthorden, eine neue Einheit. Eine Tank-Einheit. Schwache, aber zahlreiche Fronteinheiten. Schwache Einheiten, die Tanks sind. Entfernen Rüstung von feindlichen Einheiten. Mhm. Schwach, aber sie haben hohe Rüstung. Ein Tank. Und die hier, das ist einfach nur eine Ausrüstung, der Nachtspuk-Streithammer. Für wen auch immer geeignet. Dann können wir hier eine Geschichte uns durchlesen. Die Lobrede des Ritters des Grabtuchs. Wir sammeln einmal alles ein. Haben einen Sieg errungen. XP bekommen. Und können eine Mission weitermachen. Sollen wir eine Mission noch weiterspielen, Leute? Eine Mission weiter noch von dieser Kampagne. Was meint ihr? Ja, nein. Ja, nein, was anderes. Das hier oder was anderes? Ja, mehr, ja, überwiegt. Mir egal, geht auch, Robert. Das darfst du auch sagen. Das oder was anderes? Auf YouTube schütteln die Leute gerade die Köpfe, weil sie sich denken, oh Gott, da steht doch drauf, wo einmal Age of Sigmar, was fragt der Typ da, seine Zuschauer? Sie. Ich weiß es ja, Mann. Wir machen ein kleines Experiment. Auf YouTube hören wir mit dem Spiel auf, weil ihr habt ja mitbekommen, auf Twitch habe ich eine kleine Überraschung für die Leute jetzt gleich, aber auf YouTube machen wir was anderes. Ist gerade eine Idee gekommen, was wir machen könnten. Das sollte euch eigentlich gefallen, das habe ich noch nie gemacht. Das sollte euch eigentlich gefallen. Für die YouTube-Leute. Spiel wird nicht weiter fortgesetzt. Ich finde, also ich bin persönlich nicht so ein Fan von Spielen, wo man im Dunkeln tappt bei Strategie- und Taktikspielen. Wird man nicht genug, werden mir viele Dinge nicht genügend erklärt einfach. Deshalb mache ich das jetzt mal nicht weiter. Leider. Was jetzt nicht heißt, dass das Spiel irgendwie Murks wäre, aber für meinen ich bin halt ein großer Fan davon, dass ich immer kapiere, worum es geht und dass mir Dinge vernünftig erklärt werden. Deshalb habe ich jetzt an dem Spiel nicht ganz so viel Freude. Ich weiß, dass ich nicht bei 100% Aufmerksamkeit war. Das ist bei Twitch-Stream und bei YouTube-Videos immer. Und ich kann mal, wenn ich privat spielen würde, dann bin ich fokussierter daran. Das finde ich aber nicht schlimm, weil ich vermute mal nicht bei allen, aber bei den meisten, die selber ein Spiel ausprobieren, die sind oft nach Feierabend, wenn sie zu Hause sind und ein neues Spiel ausprobieren, in einer ähnlichen Situation. Da ist man fix und fertig, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, hat sich ein Feierabendbierchen aufgemacht oder einen Entspannungstee aufgegossen. Und es gibt die einen Zuschauer, die sind dann genauso total super konzentriert bis zum letzten dabei, aber andere halt, die wollen eigentlich nur so ein Spiel haben, was einen zwar fordert und was nicht casual ist, aber wo man auch nur mit 80% Aufmerksamkeit durchkommt. So ein Spiel ist das nicht und das haben wir gerade erfahren bei dem Stream, weil ich halt typischerweise für YouTube und auch für Twitch nicht bei 100, sondern bei vielleicht 80% Aufmerksamkeit war, wegen Multitasking, das man in so einer Situation macht. Ihr wisst jetzt Bescheid, ob euch das Spiel gefällt oder nicht. Und genau, nächste Warhammer-Spiel kommt bestimmt.